Ich gehöre einer Risikogruppe an. Ich bin gelehrter Koch und ich muss jeden Tag um Nahrungsmittel herum arbeiten. Mit den Nahrungsmitteln arbeiten, verarbeiten, rüsten, waschen, kochen, in Butter schwenken, grillieren, im Backofen innen. Bucket Potatoes machen zum Beispiel. Ich muss Bulle eine Stunde lang bei 200 Grad im Backofen in den Lagaren lassen. Ich muss Gemüsesorten waschen und blanchieren. Also das heisst kurz kochen. Und nachher muss auch schon parat sein für einen Mittagsservice für 100 Leute. Und dann haben wir noch einen Vegetauer und eine Woche heute auch noch. Und so tun sich die Bewohner halt einschreiben, was sie gerne möchten. Und dann müssen wir uns in der Küche danach einrichten. Danach. Und dann muss man natürlich alles probieren, super probieren, ob sie gut ist. Und die Pommes frites müssen schön knackig sein und die Cordon Bleu müssen den Weg. Käse schön so am Auslaufen haben. Und nachher dreht das Gemüse muss gekocht sein, aber noch leicht knackig. Und Spaghetti oder deckbare Magen müssen al dente sein. Das heisst, es hat noch leicht ein bisschen Biss. Und die Soße, die wir dazugeben, die sind mehrheitlich mit Rahm gemacht. Weil nur Rahm eine Soße ist eine gute Soße. Und, wenn man eine Soße nur mit Ding macht, mit Milch und Mau, dann gibt es einfach einen Tank, der grusig ist. Und Rahm und Butter lässt sich auch durch nichts ersetzen in der Küche. Und das Problem ist, es machen genau gerade die zwei Sachen halt ein bisschen dick. Darum muss man weniger essen. Ich habe es jetzt mit der Magen-Bypass-Operation probiert und ich habe schon ziemlich Erfolg gehabt. Aber ich muss noch nicht 15 Kilo haben. Und es ist halt relativ schwierig, wenn man immer um Nahrungsmittel herum ist und immer muss probieren. Und nachher am Schluss noch mal essen. Gut, heute hat es nur Vogelheu gehabt. Es war ein kulinarischer Teufelflieger. Darum bin ich im Automat des Sinkers rausgelassen, aber es kommt relativ selten vor. Normalerweise ist es schon gut. Und es gibt auch Rostbeef, so richtig nährhaftes Fleisch. Da muss man einfach schauen, dass es nicht allzu stark gewürzt ist. Und die Pommes frites müssen natürlich knackig und heiss daherkommen. Bei 200 Grad frittiert, 3-4 Minuten lang. Und nachher kann ich Salz dazu, dass sie die beste Pommes frites, so wie sie im McDonald's gemacht wird. Und heute habe ich auch so noch ein Sandwich gegessen, als ich in Bern war, beim Dr. Gorgiewski. Und ich bin aber immer sehr konzentriert darauf, dass ich mich gesund ernähre. Kohlenhydrate ja, wie zum Beispiel Herdöpfel, aber ohne Butter, Vollkornbrot und frittierte Herdöpfel. Gericht verzichte ich ganz. Und bei den Bullen abnehme ich die Haut ab. Die ist immer sehr, sehr fettig. Und Speck esse ich auch keinen, weil es einfach auch sehr fettig ist. Und Würst lasse ich sowieso sein. Der Würst in der hat sowieso 2/3 Fett. Und darum schaue ich immer darauf, dass ich ein richtiges Schnitzel haben oder einen richtigen Braten oder ein Rostbeef, etwas, das ehrlich ist. Und ein bisschen Käse habe ich auch noch gerne dazu, obwohl ich Käse auch dick gemacht. Aber ich habe es auch gleich gerne und zwischendurch tue ich halt ein bisschen sündigen. Und jetzt wollte ich dann wieder anfangen Sport machen. Jetzt wollen wir den Sommer heim oder wenigstens ein bisschen wandern. Jeden Tag eine halbe Stunde Wanderung ist auch sehr nützlich für den Körper und auf einen Rock will ich auch noch. Und dann will ich dann schauen,
etwas schaffe, dass ich noch 15 Kilo abnehmen kann, dass ich nachher nur noch 72 Kilo schwer bin. Also drückt mir die Daumen und ich wünsche euch noch einen schönen Gruß, schönen Abend und bis bald. Und ich werde mich bald wieder melden, ob ich es erreicht habe mit den 72 Kilo. Okay, auf Wiedersehen, schönen Gruß noch von Philipp Glanzmann.